Orgel zusammen. Wir sind wieder unterwegs für euch und wir sind diesmal im Hunsrück. Wir sind im Simmertal und hinter mir steht unser Wohnmobil. Und da, wir gehen jetzt einfach mal hin, da sieht man es vielleicht besser. Wenn man da mal so guckt, ich drehe euch mal gerade rum. Zack, das ist der Simmerbach. Ne? Ihr seht schon, er hat sehr viel Wasser und das bedeutet, das Wetter ist bis jetzt nicht so besonders gewesen. Na, hier ist unser Wohnmobil. Und ja, der Campingplatz Haumühle, der hat was ganz Besonderes, der hat ein ganz besonderes Konzept. Möchte ich aber jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil wir wollen den Platz euch ja nachher noch vorstellen. Und ja, nur so viel. Es ist ein tierfreundlicher Platz. Wenn ihr hinter mir über die Brücke fahrt, kommt ihr zum Platz von den Dauercampern. Die gibt es hier auch, die sind hier auch stark vertreten. Und ja, wir befinden uns hier auf den, ja, ich zeige euch das nochmal. Moment. Da auf den Touristenplätzen. Ne? Ist nicht viel los momentan, liegt wahrscheinlich auch noch an der Jahreszeit. Da hinten in dem hohen Gebäude, da wohnen die Pächter. Die haben uns im Übrigen sehr nett empfangen gestern. Und ja, es gibt einen Brötchenservice. Ja, und die gehen wir uns jetzt mal holen. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Wir befinden uns jetzt hier an der Zufahrt und an der Rezeption, das seht ihr hier. Und hier in dem Raum müssten jetzt eigentlich die Brötchen drin sein. Ne? Steht einmal Post, Pakete, Brötchen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. So sieht das hier aus. Und so wie es aussieht, haben wir da hinten. Ja, Brot, Brötchen, Pakete. Hier ist die Post für die Dauercamper, denke ich mal. Es gibt eine Bücherei. Und was es hier mit den Schleifen auf sich hat, da kommen wir später auch noch zu. Was auch ganz toll ist, ne, verrät jetzt schon fast alles, warum ich eben gesagt habe, ein tierfreundlicher Platz. Es gibt ein Feuerwerksverbot hier. Und jetzt gucken wir einfach mal nach unserem Brötchen. Und die müssten ja hierbei sein. Ja, ganz ehrlich, gestern war echt so ein Tag zum Abgewöhnen, also war wirklich viel Regen und ja, bei uns in der Region, also wir kommen ja aus Köln, ne? Du wisst, war Karneval angesagt, die armen Jäckchen sind wahrscheinlich richtig schön nass geworden und ja, wir sind halt alle so ein, oder wir sind so ein bisschen mit geflüchtet vom Karneval. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Hunsrück, im Übrigen habe ich meine Brötchen gefunden und ja, wir werden euch jetzt hier den Platz vorstellen. Moin zusammen! Hallo ihr Lieben! Wir sind wieder unterwegs, wir sind für euch unterwegs und wir sind diesmal auf einem Naturcampingplatz. Wir sind im Simmertal und wir sind auf dem Campingplatz Haumühle. Ne? Unsere Gastgeber, das ist einmal der Benno und die Ute. Ich weiß, da machen wir nochmal umgekehrt, ich bin ein Bauer, sorry. Und ja, Tanja ist diesmal auch dabei. Ne? Tanja macht normal nicht so gerne Interviews, aber diesmal ist Tanja mit dabei. Ja, weil ich das Konzept mag, ne? Genau. Und ja, fängst du an? Ja, der Campingplatz hat 365 Tage im Jahr offen, dieses Jahr sogar 366 Tage. Das ganze Konzept gefällt mir halt. Seit wann betreibt ihr denn den Platz? Wir haben den Platz seit Dezember 21.
haben uns damit so unseren Lebensraum eigentlich erfüllt. Also wir haben 5 Jahre wirklich nach dem passenden Platz gesucht und wurden auf dieser Zeit eben oft abgelehnt von Gemeinden und allem wegen unserem Ansatz mit Hunden. Also wir sind ja ausschließlich für Menschen mit Hund oder Menschen, die Hunde mögen. Und das hat halt nicht immer auf gute Resonanz gestoßen. Deshalb hat es wirklich 5 Jahre gedauert, bis wir dann hier den Platz gefunden haben, weil hier quasi auch einfach das von privat war und das kein quasi Gemeindeeinfluss hatte, auch war das dann möglich. Und ja, seit Dezember 21 haben wir jetzt den Platz und haben ihn zum Glücksort mit Hund gemacht. Was wollte ich nämlich fragen, was bedeutet für euch den Glücksort mit Hund? Das Gefühl kommt daher, wir sind seit 12 Jahren Camper. Ben und ich sind jetzt seit 14 Jahren bald zusammen und haben seit 9 Jahren unseren Hund, den Barney, und jetzt seit anderthalb Jahren die Abby. Ja, die Abby. Ja, im Mai werden es 2 Jahre. Genau, im Mai werden es 2 Jahre. Und da wir Camper sind, haben wir dann gemerkt, was es plötzlich für einen Unterschied macht, wenn man plötzlich mit Hund unterwegs ist. Also, keine Ahnung, vor 9 Jahren hast du auch noch kein Auslandsdatenvolumen und sowas, ja. Also, da hast du dein Buch, ja, und damit warst du irgendwie unterwegs. Und wir hatten den Barney und halt für uns ist das ja der tollste Hund, ne, wie für jeden Hundehalter. Du liebst deinen Hund, du denkst so, ey, wenn du damit auf einen Campingplatz kommst, die Leute müssen ja ausrasten vor Freude. Wie schön, dass diese Seele jetzt da ist. Und dann war das nicht so, ne? Also, oh, holla die Waldfee. Also wir waren zuerst in Frankreich, im Elsass. Und damals hieß es dann ja, also eine Nacht dürfen sie jetzt stehen, aber dann wieder ab, ne? Und wir so, okay, das ändert sich ganz schön. Und früher sind wir nach Himmelsrichtung losgefahren, ja? Dann haben wir schnell gelernt, das funktioniert nicht mehr. Und dann sind wir wieder nach Deutschland, um irgendwie jetzt online mal zu suchen, was machen wir denn jetzt mit Hund, ne? Und so fing es dann an und dann haben wir halt angefangen, Plätze zu suchen, wo Hunde erlaubt sind, manchmal auch mehr als willkommen. Und es war aber immer so, dass du Menschen mit Hund hast und Menschen ohne Hund, ja? Und dann kommst du auf einen Platz und du hast so einfach das Gefühl, du musst dich zurücknehmen, ne? Du kannst, dein Hund ist ja ein Teil von deinem Herzen. Und es fühlt sich halt an, als wäre es erstens nicht, natürlich dein Hund nicht wirklich willkommen und zum anderen auch ein Teil von dir, weil ein Teil von unserem Sein als Hundemenschen ist ja, Hundemensch zu sein. Also wir lieben das ja, sonst hätten wir keinen Hund. Ja, die Erfahrung haben wir ja selber auch gemacht. Ne? Weißt du, wir haben ja auch einen Hund, ne? Und die Nummer ist ja genau die gleiche. Wir hatten ja auch manchmal, oder wir hatten ja auch schon Probleme mit unserem Hund auf einem Campingplatz. Und ja, unser Hund ist laut, ne? Unser Hund bellt, ist kein Dackel, ne? Der bellt und der bellt laut. Und es ist halt dann auch so, dass wir uns teilweise auch mit unserem Hund wirklich verstecken. Ne? Also wir sind dann wirklich ja, auf Plätze, wir stehen frei, wir sind dann auf, gibt ja verschiedene Portale wie, keine Ahnung, Landvergnügen etc., ne? Wo du dann beim Bauern stehst und was weiß ich was alles, wo du dann auch alleine stehst. Ne? Und ja, auf solche Plätze sind wir dann auch meistens zu finden. Ne? Ich mag deine Leidenschaft. Ne? Ich mag diese Leidenschaft. Deswegen jetzt ein bisschen über den Platz würde ich gerne noch ein bisschen hören. Ihr habt ja verschiedene Konzepte hier, wie zum Beispiel die Schleifen. Das finde ich ganz toll, dieses Schleifensystem. Ja. Ne, es gibt ja irgendwie rote Schleifen, gelbe Schleifen und grüne Schleifen. Die Ampel. Das heißt dann genau wie die Ampel, dass die Hunde Kontakt haben möchten, wenn sie grün haben. Bei gelb müssen halt gucken, wie die Hunde sich benehmen. Und bei Rot sollte man halt keinen Hundekontakt haben untereinander, ne? Ja, genau. Im Prinzip, also wenn ich nochmal kurz rein darf, ne, du kommst hier an, ne, ich habe das ja eben auch mal gefilmt, ne, Einfahrt, dann hast du die Rezeption da, wirst dann super freundlich empfangen, die hat einen ganz tollen Laden da, muss ich auch noch sagen, werde ich auch mal einblenden. Und dann habe ich gesehen, habt ihr da so 2 Spinde stehen. Ja? So, die 2 Spinde macht er auf und dann sind dann die besagten Schleifen dran. Und Hundeleckerchen, Begrüßungsleckerchen, fand ich auch total schön. Ich habe noch mein Leckerchen besucht, was mit meinem Leckerchen? Also eine Flasche Bier oder so, das wäre doch gewesen. Wir haben in der Rezeption tatsächlich, wenn man bei uns, wenn man nicht über den Spind ankommt, sondern die Rezeption hat ja dann im Sommer und alles auch geöffnet, wenn es los ist. Und dann hab ich immer so eine Schublade für mit Gummibärchen, weil ich oft Männer habe, die sagen, wo sind meine Leckerchen? Dann sagst du immer, guck, kriegst du ein Gummibärchen. Ihr seid ja quasi noch so ein bisschen im Aufbau. Ja. Ihr seid ja hier noch da am Basteln, da seid ihr noch am Machen, hier und da am Tun. Und es gibt natürlich auch für die Hunde eine Spielwiese oder eine Hundewiese. Ne? Und da seid ihr ja jetzt auch gerade im Moment fleißig dran am Basteln. Und erzähl doch mal ein bisschen dazu. Also die Idee ist halt auch einfach den Hunden einen eingezäunten Bereich zu geben. Ziel ist, 2 Wiesen zu haben.
Also eine, also es ist eben keine Wiese, wir nennen es jetzt Hundespielwald, weil es tatsächlich oben auch im Wald ist. Und zweitens, bei der Wiese erwartet man so eine, ich sag mal, so eine Schrebergarten-Dynamik, so eine gerade Fläche mit perfektem Gras. Wir haben das eben anders. Wir wollen, dass das wirklich ums Spiel geht. Das heißt, wir haben teilweise große Wurzeln liegen lassen, wo die Hunde auch drauf springen können. Und das Ziel ist eben oben auch, das ist im Wald und die Energie dort ist mega schön. Also wir haben schon Hundehalter gehabt, die sind hochgekommen und gesagt, ey, ist geil hier, der Hund entspannt hier mehr. Ich dachte, vom Gefühl her war das der perfekte Ort. Viele haben gefragt, warum machen wir es nicht einfach hinten auf die Campingwiese, wenn du da oben stehst. Es ist ein geiles Gefühl und ich glaube, dass die Hunde sich da auch zum Spielen einfach eine mega Wohlfühlenergie haben. Und Ziel ist eben, dass es zwei gibt. Die vordere ist die für die Allgemeinheit, ne? Da können die Hunde spielen und die hintere, die soll eben sein, da werden wir gucken, dass wir da irgendwann einen Agility-Parcours haben und vor allem auch für Rudel, die reisen oder Freunde, die gemeinsam mit Hunden reisen, weil es gibt eben viele Hunde, die sind ja im Rudel super verträglich und bei uns sind ja Rudel mit 7 Hunden, mit 8 Hunden. Die schmeißt du nicht einfach auf eine Hundespielwiese. Das kannst du nicht machen. Das ist ein eingespieltes Rudel. Ja, so auch die Berichte unserer Gäste. Ich habe nur 2. Und deshalb ist eben das Ziel, die hintere einfach so mietbar zu machen. Ne? Also wie auch immer das aussehen wird, wo dann einfach für die Person ist, die gerade da ist. Ja. Und vorne ist eben einfach für die Allgemeinheit. Und hinten kann trainiert, gespielt werden. Es gibt Hunde, die haben einen Jagdtrieb, die können sonst nicht frei laufen. Und das Grundprinzip ist ja immer, jeder Hund ist wertvoll, so wie er ist. Jeder Mensch ist wertvoll, so wie er ist. Deshalb auch die Schleifen. Jeder ist willkommen. Und wir probieren eben, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder Hund bei uns auch sein kann, wie er ist. Genau, und jeder Hund darf hier auch bei euch überall hin. Ja, klar. Also ein Hund darf ins Restaurant, wo die gerade sind. Die haben auch ihre eigene Speisekarte. Ja, genau, da wollte ich gleich noch zu sprechen kommen. Die Hunde haben eine eigene Speisekarte, ja. Ihr müsst euch mal reinziehen. Ja, also es gibt hier Hunde-Smoothies, es gibt... Hundeeis, es gibt im Restaurant, genau, im Restaurant kann man Hundeeis, Hundesmoothies, dann kann man Hasenohren, Schweineohren, ein Pferdeziemer, Ochsenziemer, also so quasi das... Was haben wir noch? Ein Gänsehals. Das kleinere Sortiment von der Snackbar im Shop quasi. Im Prinzip der Hund, der isst und Papa und Mama oder herrschende Frau schon essen auch. Und es gibt ja hier Schnitzel-Event, es gibt Pasta-Event, wenn ich da richtig informiert bin. Genau, wir haben... Heute ist, glaube ich, Pasta. Heute ist Donnerstag, heute ist Pizzatag. Heute ist Freitag. Oh, verdammt. Also mittwochs haben wir Schnitzeltag. Donnerstags haben wir Pizzatag. Freitags haben wir Pastatag. Es gibt quasi an allen Tagen... Trotzdem die ganze Speisekarte, aber an den Tagen die Gerichte quasi zum Sonderpreis. Und samstags haben wir dann ungefähr alle 2 Wochen immer ein Event. Okay, super. Mhm. Schön. Und sonntags habt ihr Frühstücksbuffet. Ah, genau, ja, sonntags haben wir Frühstücksbuffet. Event ist das nächste Stichwort. Ja, Event und Feste. Genau. Lichterfest, muss ich gerade dran denken. Genau. Oh ja, also das Lichterfest, das ist wirklich ein schönes Fest. Das ist jetzt am 24. Februar wieder. Und das ist so eines unserer beliebtesten Feste hier von unseren Campern, ich eskaliere so ein bisschen bei der Weihnachtsbeleuchtung. Ich sag's. Aber minimal. Minimal. Zeige ich euch gleich. Ich habe dafür Klettern gelernt, weil ich 2 Bäume hatte, die ich sonst nicht beleuchten konnte. Ja? Und ich eskaliere hier ein bisschen und das feiern wir auch. Also wir feiern das Lichterfest immer zu Beginn der Winterbeleuchtung und zum Ende der Winterbeleuchtung. Und das Ganze machen wir mit noch mehr Licht, weil
gibt nichts Schöneres als noch mehr Licht, wenn schon viel Licht da ist. Da sind alle Feuerstellen an. Hier drin sind hunderte Kerzen überall. Es ist so warm, dass wir immer die Türen offen haben. Draußen, es stehen Fackeln da, die Feuerstellen sind an. Es gibt Kesselgulasch vom offenen Feuer. Ist einfach geil. Es ist so schön. Gibt es da bestimmt Bilder von, ne? Also ja. Sind wir wahrscheinlich nicht mehr hier, ja, zum Lichterfest leider. Ne? Aber würde ich auch mal gerne sehen. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob es da irgendwelche Bilder für gibt. Ja, soweit sind wir jetzt beim Hund. Wir waren bei den Events. Und jetzt gehen wir noch zu den, ich denke mal, ich habe gesehen, es gibt genug Sitzgelegenheiten hier, es gibt Feuerstellen hier. Ne? Das Ganze ist so ein bisschen unter dem Motto Naturcampingplatz. Genau. Ne? Ihr habt Naturcampingplatz, ja, ihr habt touristische Plätze und ihr habt auch Festcamper hier. Ja. Ne? Ich hatte euch gestern schon mal gefragt, wie ist das Verhältnis so zu den Festcampern? Weil das ist immer so ein bisschen, ne? Festcamper und touristisch, das ist immer so ein bisschen was angespannt, weil die Festcamper gucken immer so ein bisschen auf die touristischen Camper und fühlen sich immer so ein bisschen als Herr im Haus. Ist das bei euch auch so? Also, ich habe gesagt, nee. Also nee. Wir haben ja auch viele, die waren wirklich anfangs noch touristische Camper, die haben ja ein, zweimal Urlaub gemacht und fanden es dann so cool, genau, und gemeint, hey, wir wollen einen Dauerplatz. Und auch sonst, ich meine, man hat auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt miteinander, aber man kann ja im Prinzip einfach an denen vorbeispazieren, mal Hallo sagen, aber auch da sind ja einige mit Hund, die sind eigentlich auch alle immer offen und... Also ich glaube, das Ding ist auch einfach, man weiß halt auch, also die Hunde sind ja bei mir in erster Stelle. Meine Hundeliebe ist ja ein bisschen irre und deshalb können die gar nichts groß gegen meine Kurzzeitcamper, weil das ist ja mein ganzes Herz. Ja. Spazieren, ja, auch noch ein Stichwort. Das wollte ich vielleicht auch noch fragen. Ja. Wunderschön kann man hier wandern. Also, ja, sind viele Wanderwege, ja, habe ich gestern auch schon ausprobiert. Wir haben immer noch nicht alle durch, wir sind ja seit 2 Jahren wandern, auch, aber man kann wirklich immer wieder was Neues entdecken. Und das Besondere hier ist, wir haben ja auch den Bach auf dem Platz, also der über den Platz geht und der trennt ja auch nochmal, um da nochmal Dauercamper zu Kurzzeitcampern und dann gibt es auch noch die Campingwiese. Also man ist gar nicht so miteinander groß, das ist schön auch räumlich getrennt. Und beim Wandern ist es halt so, die starten direkt hier vom Platz. Ja, aber alles hoch. Alles, ja, also alles man hoch. Muss die Pumuschen anspannen. Also es gibt tatsächlich auch Wege, die länger flach sind, die wirklich schön beanspruchen, aber die Pumuschen. Also da geht man die Berge hoch. Das ist halt auch das Schöne hier. Man ist halt umringt von Bergen. Deshalb ist man so hier seine ganz eigene Welt, ja, weil nichts drumherum ist, außer Berge. Aber es heißt halt auch, man muss die Berge hoch zum Wandern. Aber was du gestern gesagt hast, der Weg war wirklich nicht so schlimm. Es war nicht schlimm. Ne? Also es gibt auch welche, die sind sehr gut zu laufen. Und es gibt auch wirklich welche, die kann man auch mit Kinderwagen, auch mit Rollator, wenn man noch relativ fit ist, weil die Steigung ist recht langsam und der Weg ist geschottert. Ne? Dann kann man die auch gut laufen. Es gibt aber auch die schönen Abenteuerpfade. Okay. Die haben wir auch. Ihr seid auch ausgezeichnet worden, habe ich mitbekommen. Ne? Ihr seid, glaube ich, vom ADAC Pincamp ausgezeichnet worden und von noch anderen Plattformen. Ne? Ja, also wir haben den Promobile Community Award haben wir gekriegt. Von Alpaca Camping sind wir als Topplatz ausgezeichnet worden und waren dann auch jetzt wirklich im Januar nominiert für den ADAC Camping Award. Okay. Gewonnen haben wir ihn nicht, aber waren wirklich der einzige deutsche nominierte Platz. Kann ja nicht direkt im ersten Jahr alles kassieren. Und wie sagt man immer so schön, es sind ja quasi die Oscars der Campingbranche und bei den Oscars weiß auch nur jeder, wer nominiert ist, wer dann gewinnt, ist egal. Genau so. Jeder weiß, wer über den Teppich geht, aber wer das Ding mit nach Hause nimmt, weiß kein Mensch. Aber Hauptsache, man hat ihn schon mal gehört, den Namen. Ne? Das ist auch so. Und die Leute machen, oder die zwei machen sich wirklich über viele, viele Sachen hier Gedanken und das fängt schon an beim Bezahlsystem im Restaurant und ich sag mal, bis zu den Gewächshäusern, die da draußen stehen. Ne? Ja. Also es ist halt wirklich so, es ist viele Hunde oder auch generell, wenn du deinen Aufenthalt im Restaurant hast, ist ja die häufigste Störfaktor. Du bist ja froh, wenn dein Hund gerade liegt, ne? Und dann kommt ständig die Bedienung und hier und da. Sagst du das. Ja. Und deshalb ist bei uns auch im ganzen Außenbereich, ist halt, wir nennen das Mitmachgastronomie, das heißt einfach nur, man holt sich sein Essen und Trinken selbst ab, kriegt so einen Pieper, kann dann entweder beim Mensch bestellen oder man kriegt einen QR-Code und kann es einfach übers Handy machen. Also man kann sich sein Essen und Trinken bestellen. Und der Vorteil hat halt, dass einfach für deinen Hund niemand anderes an den Tisch kommt. Und bei uns, also man kann das auch drinnen machen, wo man auch bedient werden würde. Okay. Kann man das auf Wunsch auch machen, wenn man nicht möchte, dass die Bedienung an den Tisch kommt. Und draußen ist es halt so, dass bei uns ist es so frei. Wir haben Campingdecken, also wir haben
nicht Campingdecken, Picknickdecken, die man sich hinlegen kann und Tische, die man verrücken kann. Und man kann sich das stellen, wie man will, dass man einfach auch dem Hund den Raum geben kann, den der Hund braucht, um zur Ruhe zu kommen. Also wenn du mit einem größeren Rudel reist, dann brauchst du ja mehr Platz um deinen Tisch. Und dann nimmst du den Tisch und stellst ihn halt 5 Meter weiter. Ist halt wurscht, weil es ist ja keine Bedienung da, die dich bedient. Und du kannst halt über den QR-Code bestellen, du kannst einfach mit PayPal bezahlen. Genauso wie bei, haben wir so kleine Gewächshäuschen, die haben auch kleine Heizlüfter drin im Winter und sind abends muckelig schön beleuchtet. Und das ist nochmal so ein Safe Room für die Hunde. Okay. Also gerade für Hunde, die sonst wirklich Probleme in Restaurants haben, die haben dann quasi wie ihren eigenen Raum, wo ja nur ihr Tisch drin steht und können da einfach super zur Ruhe kommen. Und auch da wieder der Vorteil, da du ja keine Bedienung am Tisch hast, kommt ja niemand rein außer dir. Und meistens ist es ja so, wenn du reinkommst, bleibt dein Hund auch liegen. Ne? Und dadurch kann der Aufenthalt für einen Hund im Restaurant einfach viel entspannter gemacht werden. Und der Hund kann viel mehr zur Ruhe kommen. Im Sommer haben wir im Biergarten auch kleine Hundepools stehen, wo die Hunde dann auch sich zwischendrin immer mal erfrischen können. So zwischen ihrem Snack und so haben wir so 6 Hundepools im Biergarten stehen. Ja. Und wer gar nicht ins Restaurant kommen möchte, man kann auch wirklich direkt über einen QR-Code oder auch direkt über unsere Website Essen zum Abholen bestellen. Genau. Einfach mit ans Wohnmobil, an den Wohnwagen nehmen, setzt sich da gemütlich in den Stuhl. Okay. Ja, aber es gibt auch Hunde, die sind wirklich ängstlich oder warum auch immer und sagen, vielleicht ist da auch einfach nur gemütlicher, da haben sie ihr Bettchen liegen oder so. Einfach Essen bei uns bestellen oder online oder wo auch immer, könnt ihr alles auch mitnehmen, direkt ans Wohnmobil. Was heißt, das ist ja einfach hier. Ja, darum geht's. Ne? Also einfach einen Urlaub zu machen, wie zum Beispiel auch die Glückshütte, die steht ja im Biergarten, das ist ja so unsere Selbstbedienungshütte, die hat 24 Stunden offen, da gibt's einen Zettel, da kannst du auch einfach per PayPal zahlen oder das Geld ins Kästchen schmeißen. Und für die Leute, gerade auch für Eltern mit Kindern zum Beispiel, ist das super geil, die holen sich ihren Zettel, die kommen hier an, haben einen Zettel, dann sagt das Kind, Mama, ich will ein Eis, sagt sie, ja, haben einen Strich gemacht, geht's Kind vor, holt sich das Eis, ja, am Ende bezahlen die das, oder wir haben Camper, die holen sich morgens ihren Pieper, da bestellt er da sein Bierchen, sitzt am Camper, hier die vordere Reihe kann das noch, bis hinten reicht der Empfang nicht, aber dann, ne, das ist dann da einfach geil, sagt das Kind, Mama, ich mag eine Cola, sagt das Kind, sagt die Mutter, oh, Moment, ich bestell dir eine, pieps, geht's Kind rein, holt seine Cola ab, also es geht drum, Urlaub einfach zu machen, entspannt und leicht, bodenständig. Ja, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ne? Unkompliziert. Das ist ja, was Camping ausmacht. Mich fasziniert das total, wie viel Herzblut und Leidenschaft ihr das hier macht, muss ich wirklich sagen. Ja, ich stehe voll unter Strom. Besonders hier, Madame. Madame steht voll unter Strom. Man merkt auch, auf was das hier ankommt. Ne? Also man merkt das wirklich, worauf es hier ankommt. Ne? Es soll wieder Camping stattfinden. Ja. Es soll nicht unbedingt direkt in diese Glamping-Bonche gehen. Ne? Und, die Hunde sollen sich wohlfühlen. Ne? Genau. Die Besitzer. Natürlich Besitzer auch. Und also ich kann euch von meinem Teil nur empfehlen, kommt mal her, schaut euch das an. Lernt die zwei fahren. Ja? Und wir können es nur empfehlen, wir sind auch nicht das letzte Mal hier, oder? Nein, ich hoffe nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, falls es nicht passiert ist. Und wir sehen uns unterwegs. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.